Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 2. So, Moment, wir haben. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Oh, haben wir? Und Forschung haben wir ja auch noch bekommen. Ja, genau. Dann schauen wir Keine uns Nachrichten kurz. für Sie, Commander. Na, was jetzt? Die MS für Korsika leitet bekannte Andock-Koordinaten, ID, Informationen erhalten. Zielkoordinaten, Charae-Station, Strabo-System, Adlernebel. Auswertung bestätigt letzten bekannten Aufenthaltsort des Frachters MS für Korsika. Charare Station im Strabo-System. Es besteht die Möglichkeit, dass sich an Bord der Charare Station Hinweise auf die Anomalie finden lassen, die zur Massenfehlfunktion der Max auf der Korsika geführt hat. Ah ja, das war das mit dem VI-Virus, das wissen wir ja. Daten der unter Quarantäne gesetzten VI auf der Charare-Station lassen vermuten, dass die Quelle des VI-Virus-Outbreaks die Anlage von Heinekel auf dem Planeten KBG von der Allianz muss vom Allianzmuseum Dr. Richard Pallas. Commander Shepard, wir möchten uns für die Beschaffung der Daten der MSV Stevanico bedanken. Sie zeigen, dass das Schiff von Söldnern des Bloodpacks und Watcher-Soldaten angegriffen und überrannt wurde. Vom Datum her zu schließen, war das die erste Allianz-Crew, die den Watchern gegenüberstand. Sie hatten bestimmt alle große Angst. Wir schicken jetzt Bergungstrupps los, um so viel wie möglich für das Museum zu bergen. Nochmals vielen Dank für Ihren Einsatz. Das waren die ersten, die Kroganer und Watcher gegenüberstanden. Die arme Crew. So, Massenportal. Nur die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. Oh, das macht nichts. Da haben wir eine Anomalie. Und zwar hier. Anomalie geortet. Sonde. Ich habe etwas gefunden. Das klingt seltsam. Sensoren melden Wetteranomalien auf der Planetenoberfläche Geth-Aktivitäten geortet. Erhöhte Vorsicht ist anzuraten. Ah, okay. Das Klimagerät der Geth zerstören. Oh mein Gott, ich sehe hier gar nichts. Okay, Leute. Gehen wir es an. Was auch immer das hier ist. Wir wurden entdeckt. Glücklicherweise sieht man sie leuchten. Nicht auf mich schießen! Dann geh nicht vor mich.
sitzt genau vor mir. Also im Nebel gegen Geth kämpfen ist echt spannend. Muss ich schon sagen. Ist aber ganz witzig mit den leuchtenden Augen. Erkennt man wenigstens, wo sie sind. Wozu diese komischen Leuchtfackeln? Die brauchen die Geth doch gar nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Sie haben uns gesehen. Setzen! Ja, das waren alle, okay. Puh. Ja, ist auf jeden Fall spannend, wenn man nur die Hälfte sieht. Aber dann schalten wir das Ding mal ab. Ein Schadensschutz. Das schadet sicher nicht. So, dann geht's weiter. Wir haben ja noch ein paar Anomalien, die wir machen müssen.
Mal sehen, wie viele waren das noch? 3, oder? Ja. Dann machen wir die einzelne hier. Nee, war doch in einem anderen System, okay. Wie weit ist denn das weg? Muss ich da tanken? Ja, muss ich tanken. Das schaffe ich mit 300 nicht. Zumindest nicht hin und retour. Okay. Nach Sheol geht's. Der einzige Planet hier. Anomalie geortet. Etwas auf unseren Sensoren. Das klingt nach Quarianer. Oberflächenscans melden Schiffswrack mit quarianischer Spezifikation. Identität des Schiffs unbekannt. Anzahl der Anzeichen von Leben in der Umgebung unsicher. Einheimische Fauna stört möglicherweise Präzision des biologischen Scans. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall Tali mit. Warren, natürlich. Ich orte Lebenszeichen eines einzelnen Quarianers an ihrer Position. Den Werten des Anzugs nach zu urteilen, ist der Quarianer schwer verletzt. Ich orte außerdem Lebenszeichen mehrerer einheimischer Wesen in der Nähe ihrer Landestelle. Ja, alles klar. Also potenzielle Bedrohung und schwer verletzter Quarianer. Bericht des Piloten. Wir konnten die Triebwerke des Cyanet so weit abdämpfen, dass wir der Aufmerksamkeit der Geth entgangen sind, aber die Belastung war zu viel für das alte Schiff. Wir hoffen jetzt darauf, irgendwo im Sheol-System ein freundliches Fleckchen zu finden, aber unserer Information zufolge ist das nicht sehr wahrscheinlich. Es hat uns von Anfang an nervös gemacht, so nah am Perseus-Nebel zu kundschaften. Mit Recht, wie sich herausgestellt hat. Ich fürchte, wir werden die Flotte nie wiedersehen. Nach allem, was die Cyanet durchgemacht hat, ein ziemlich unrühmliches Ende. Hoppla. Die Landung war unsanft, aber wir konnten aus dem Wrack alles bergen, was wir zum Überleben brauchen. Leider hat es Lieutenant Commander Gorlat nicht geschafft, womit mir als ranghöchstem Offizier das Kommando zufiel. Wir haben die Gegend erkundet und festgestellt, dass der Planet außerordentlich lebensfeindlich ist. Wir wagen es nicht, unsere Schutzanzüge abzulegen. Hoffentlich werden wir gerettet, bevor die Gefahr von Strahlenschäden besteht. Ich weiß nicht, wer oder was dafür verantwortlich ist, aber wir haben mittlerweile die Hälfte der Überlebenden verloren. Wir wollten hier eigentlich ein Lager errichten, um abzuwarten, bis die Idena unseren Sender ortet. Aber etwas jagt uns. Ich muss die Crew so gut wie möglich zusammenhalten. Wir werden einen Suchtrupp losschicken, sobald es Tag wird. Ich werde meine Crew finden und dann werden wir alles tun, um auf die Idena zurückzukehren. Ja, und es gibt nur mal einen, das ist ja mega schade. Ich dachte, wir könnten ein paar Karianer retten. Warte mal, etwas jagt sie. Das waren aber keine Warren, oder? Waren das wirklich Warren? Die Werte des Quarianers sind stabil. Ich empfehle als Vorbereitung des Ausfliegens mit dem Shuttle die Sicherung des Gebiets. Alles klar. Hinterhalt! Das müsste sie weichen lassen. Geh in Frieden, geh in Frieden. Das gefallen.
müssen. Einer ist erledigt. Ich glaube, wir haben alle. Also wurden sie doch von Warren gejagt. Ja. Hoppla. Die Armen. Hat sie noch irgendwas? Nee. Nee, das war's, okay. Naja, immerhin konnten wir einen der Crew retten. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Von Captain Isenmalwas Idena. Commander Shepard, bitte nehmen Sie meinen tief empfundenen Dank für Ihre Bemühungen bei der Suche nach dem Wrack der Cyanet entgegen. Das Schiff hat eine lange Geschichte, in der sowohl die Migrantenflotte als auch Cerberus eine Rolle gespielt haben. Und wir sind sehr glücklich darüber, dass mein Volk das Wrack nun bergen kann. Sie haben Lieutenant Forsan gefunden und stabilisiert und damit die Flottille einen ihrer jüngsten und umschwärmtesten Helden zurückgegeben. Man wird ihre Bemühungen bei der Suche der Quarianer nach einer neuen Heimatwelt nicht vergessen. Hochachtungsvoll, Captain Isenmalwas Idena. No, das freut mich. Und wie gesagt, wenigstens haben wir einen retten können. Oder eine. Aber trotzdem schade. War sicher ein größeres Schiff. Nexus, der Perseus-Nebel muss hier irgendwo sein, aber ich kann nicht genau sagen, wo. Und dann haben wir noch die zwei, das sollte dann alles sein. Nehmen wir einmal dich. Dich? Anomalie geortet. Ausfall des Magnetschilds. Katastrophale Solarstrahlung wahrscheinlich. Ausfall des Magnetschilds. Katastrophale unterwegs. Solarstrahlung wahrscheinlich. Ich habe etwas gefunden. Anomalie geortet. Planetenscans zeigen, dass die Kolonie auf den Mara von der gefährlichen Strahlung ihrer Sonne nicht geschützt ist. Fehlfunktionen im Magnetschild der Kolonie entdeckt. Schild muss reaktiviert werden, damit die Kolonie nicht längere instabilen solaren Aktivitäten und damit der möglichen Vernichtung ausgesetzt ist. Ja, das wäre nicht so gut. Ich habe gar kein Team. Magnetschild aktivieren. Wow, sieht das freaky hier aus. Also die Kolonie fliegt oder ist das nur das Schild? Nein, ich glaube, das ist nur das Schild.
Muss hier den Schildgenerator. Schildsteuerung. Kühleinheit. Starten wir doch mal die Kühleinheit. Das geht nicht, okay. Schild kann nicht aktiviert werden, weil Generator offline. Okay. Also zuerst den Generator. Das geht nicht. Warum nicht? Ach so. Okay. Warnung, Generator überhitzt. Kühleinheit aktivieren. Schildsteuerung. Weil Generator offline? Ah, okay. Jetzt startet er richtig. Ja. Okay. Na bitte. Magnetfeld hergestellt, Kolonie gerettet. Irgendwelche neuen Nachrichten dadurch? Nee. Gut, dann fehlt nur mal eine Anomalie. Treibstoffreserven bei 50%. Ich habe eine Anomalie geortet. Ich wiederhole. Es liegt ein kaputter Mech auf der Planetenoberfläche rum. Wenn Sie glauben, Sie bringen ihn zum Laufen, dann bitte sehr. Bitte sehr. Ich wiederhole. Es liegt ein kaputter Mech auf der Planetenoberfläche rum. Die Scanner haben etwas gefunden. Oberflächenscans orten die Signatur eines schweren Ymir-Mechs mit einer unbekannten Registrierung, möglicherweise Piraten. Der Mech scheint deaktiviert zu sein, sendet aber eine Endlosschleife mit einer Nachricht. Es scheint sich dabei jedoch nicht um ein Notsignal zu handeln. Ressourcenscans orten große Mineralienvorkommen, aber die liegen hinter Gestein mit hoher Dichte. Na, da bin ich gespannt. Oder warte mal, ich glaube, dich hatten wir jetzt schon länger nicht und dich. Ich orte ein großes Ressourcenvorkommen tief in den Wänden der Schlucht. Zum Abbau wird schwerer Sprengstoff benötigt. Schwerer Sprengstoff wie ein Mech? Ich habe Harrod gutes Geld für diesen nutzlosen Haufen Signalfehler. Der relevante Ressourcenlager auf diesem Planeten entdeckt, aber der Speicherlag entdeckt. Also gut, sagte ich. Okay, aus dem Ding läuft Treibstoff aus wie aus einem Volus nach einem Krug Rhynkol, aber damit komme ich schon klar. Also bin ich losgezogen und habe eine Spur von Energiezellen gelegt. Von der Abladestelle des Mechs bis zu fehlerhaftes Package bitte erneut aufrufen. Damit ich das Ding wenigstens zum Laufen kriege. Und jetzt will sich Ausnahmefehler entdeckt nicht mal rühren. Verdammt soll er sein, dieser betrügerische Elkor. Okay. Teil von S-Signalfehler. Das hat ja nicht lang gehalten.
Okay. Zielverfolgung. Ich glaube, er funktioniert nicht so ganz. Und er hat fast keine Energie mehr. Und das war's. Okay. Irgendwie witzig. Ich glaube nicht, dass er so gehen sollte. Oder doch? Ich meine, er ist fehlerhaft. Könnte sein. Könnte aber auch ein Bug sein. Ich weiß nicht. Schwierig zu sagen. Ach man. Hier muss irgendwo eine Energiezelle rumliegen. Er hat doch gesagt, er legt hier welche hin. Feinde immer. Vor uns! Was? Warren, natürlich. Wir sind immer Warren. Wenn sonst nichts, dann Warren. Na, hier ist die Energiezelle. Das sieht nicht so gut aus. Okay, dann sehen wir mal, wo du hingehst. Ja, ich dachte mir schon, dass es gleich aus ist. Aber zum Glück liegt hier eine. Jetzt komm schon. Du packst das. Ja, ich glaube, hier wirst du wieder was machen. Nein? Tja, war nett. Er hat seinen Zweck erfüllt, immerhin hat es durchgehalten bis hier. Es sieht wirklich nach einer Menge aus. Ich gehe jetzt nochmal durch, aber ich glaube, das sollte jetzt alles gewesen sein. Ja. Perfekt. Das heißt, als nächstes
gehen wir schon das Reaper-FFS an und dann kommt nicht mehr allzu viel. Dann sind wir schon am Endspurt. Wow. Echter Wahnsinn. Na gut. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und ihr bleibt den Rest des Weges auch noch dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.